Warum hat der Napoleon eines Tages zu der Bruhanee gesagt, ich liebe dich? Warum hat er vom ersten Augenblick an ganz genau gewusst, das ist die Frau für mich? Oder es war ein Mädchen und eine Matrose, sie war aus London und er war aus Chile. Er sprach von Liebe, sie sprach von Treue und erklärte, dass sie ihm gefiele. Sie sprach nur Englisch, ja nur Chilenisch, und so verstanden sie beide kein Wort. Doch seine Blicke und seine Seufzer und seine Küsse verstand sie sofort. Zwei der wunderbaren Schlager aus dem Film. Napoleon ist dann Anschuld von Kurt Götz, die Musik von Franz Grote, der Text von Willy Demet. Kurt Götz, ein ganz großer Bühnenautor und Schauspieler und Regisseur. Das war sein erster Tonfilm, der 1938 gedreht wurde. Beweis dafür, dass man sogar im Dritten Reich noch wirklich witzige, spritzige und dialogwitzige Filme von hohem Unterhaltungswert drehen konnte. Das war auch der letzte Versuch im Dritten Reich von Kurt Götz. Danach ist er mit seiner Ehefrau Valerie von Martens dann in die USA ausgewandert. Die beiden haben immer zusammengearbeitet. Er hat seine Stücke geschrieben, gespielt, inszeniert und dann sehr oft verfilmt. Das ist, es ist die erschreckliche Handlung des Lord Arthur Cavershoot. Lord Arthur Cavershoot ist ein englischer Napoleon-Forscher, Napoleon-Fanatiker. In diesem Film verreist er auf einen Napoleon-Kongress nach Paris und am Rande dieses Kongresses lernt er eine Tänzerin kennen namens Madeleine, mit der ihn nichts weiter verbindet, jedenfalls nichts Erotisches, aber trotzdem verbringt er einen Abend in einem Nachtclub und es kommt zu einer Fotografie, die dann auch noch abgedruckt wird in der Daily Mail mit dem Spruch darunter, Lord Arthur Cavershoot zeigt seiner reizenden Tochter das Pariser Nachtleben. Das sieht dann seine Frau und das muss er ihr erstmal erklären. Das ist die Handlung des Films, weltbewegend. Der Film macht einen riesigen Spaß. Er ist einfach pfiffig gedreht, die Dialoge sind wunderbar, sehr geistreich. Er war eigentlich Kurt Götz sehr britisch in seiner Art, einen eleganten angelsächsischen Humor hat er gehabt. Und das macht ihn zu einer großen Ausnahme in Deutschland jener Jahre und auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Ja, es taucht eine Tänzerin in diesem Film auf, die große Revue-Treppe in einer der Musikszenen herunterläuft und dabei singt. Das ist Anita Heiberg. Anita Heiberg war die Ehefrau von Franz Grote. Anita Heiberg mit einer Stimme tief wie Zara Leander, sie konnte noch ein bisschen besser singen und sie hat eine Bombenfigur. Also das ist wirklich absolut atemberaubend. Beine bis zum Hals, meine Herren. Sie werden ihr von dem Namen heute im Filmmuseum zu Frankfurt, aber auch Sie, meine Damen, bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend mit einem wunderbaren Revuefilm, nämlich Napoleon ist an allem schuld.